Ich bin der Christian Litscher und ihr schaut in EHC TV. Dass ich einen Standplatz erkennen kann im Team. Das ist eigentlich mein Ziel, dass ich zu regelmäßigen Einsätzen komme und ja, der Mannschaft so helfen kann. Meine persönlichen Ziele sind eigentlich, möglichst viel Eiszeit zu haben und so auch ein bisschen Erfahrung sammeln in dieser Mannschaft. Ich meine, für mich ist es wirklich wichtig, viel auf dem Eis zu stehen. Und, ja. Ja, immer Vollgas geben und das beste Hockey zu probieren zu spielen. Ein Goal. Ja, auf jeden Fall die Saison von letztes Jahr, also vom Team bestätigen zu suchen. Und mein persönliches Ziel ist, dass ich einfach der Mannschaft helfen kann. Aber schlussendlich will ich erfolgreich sein in meinem Team. Das ist das Einzige, was zählt. Ob ich viel spiele, ob ich viele Punkte mache oder wenig, ist überhaupt nicht entscheidend. Mir persönlich, weil ich bin doch am Schluss von der Karriere und für mich wäre es das Größte, noch mal etwas erreichen können. Ich denke, wir müssen wie letztes Jahr einen Stein nach dem anderen oben drauf hauen und dann müssen wir schauen, was denn daraus entsteht. Ich denke, wir werden sicher bereit sein. Wir haben eigentlich gesagt, wir nehmen eigentlich bis Schritt für Schritt zuerst die oberen Masterrunde erreichen. Und so, ich meine, es bringt nicht viel, um schon Playoff-Finale so anzubeilen, weil man wirklich Schritt für Schritt nimmt. Ich glaube, das sollte eigentlich unser Ziel sein, dass wir eigentlich wieder so weit wie möglich vorne dabei sind. Die ersten Playoffs erreichen, also... Dann ist der nächste Schritt, dass wir sicher, wenn unter die ersten vier kommen, dass wir wieder ein Heimspiel haben in den Playoffs zum Anfang. Möglichst weit vorne wäre natürlich ideal, damit wir möglichst lange vom Heimrecht profitieren können. Und nachher haben wir letztes Jahr gesehen, was mit dieser Mannschaft möglich ist. Mit dieser Mannschaft bin ich überzeugt, auch diese Saison ist alles möglich. Man sieht ja, letztes Jahr sind sie im Finalspiel, im letzten hat es nicht gelangt. Aber heuer glaube ich, wenn die so bleiben, wie sie sind, bin ich überzeugt. Ich glaube gegen den Arpi. Er verteilt rechte Stockschläge und so. Und gegen den würde ich nicht zu viel. Ja. Ja, das ist schon der Schwebel und der Arpi. Ja, ich würde sagen, der Kami. Ist auch gut. Könnte schon noch klippen, wenn der kommt. Gegen den Kamichel. Ja, er spielt sehr körperbetont und kann schon gute Checks fahren.